Hey Leute, ich muss mich bei euch entschuldigen. Diese Woche kommt mal kein Video, wie ihr es normalerweise von mir gewohnt seid. Das liegt daran, dass ich ziemlich wenig Zeit hatte, weil morgen meine mündliche Prüfung ansteht und ich deshalb gelernt habe, logischerweise. Ja, aber so ganz ohne Video, da hätte ich ein ziemlich schlechtes Gewissen, denn ich kann meine Abonnenten ja nicht im Stich lassen. Deswegen zeige ich euch jetzt mal, was in Gera, der Stadt, wo ich wohne, die letzten 3 Tage so abging. Denn das war ziemlich krank. Es hat gehagelt, gewittert und geregnet. Aber es hat ziemlich stark geregnet, denn hier seht ihr mal eine Straße. Das ist die Straße vor meinem Haus. Ganz normal mit Autos, Gehweg, Teer, was halt so eine Straße hat. Und ihr seht schon, sie ist ziemlich dreckig, denn so sah sie nach dem Unwetter aus. Und wie sie beim Unwetter aussah, das zeige ich euch jetzt mal. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich war nicht so der Mensch, der viel vom Weltuntergang 2012 gehalten hat. Aber die letzten paar Tage haben mich in der Hinsicht schon ziemlich umgestimmt. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem, was ich euch gerade gezeigt habe, haltet. Und vielleicht war ja in letzter Zeit auch in eurer Stadt irgendwie ein derartiges Unwetter. Vielleicht habt ihr es sogar gefilmt, da könnt ihr ja mal eine Videoantwort machen. Würde mich echt freuen. Und ja, wie gesagt, es tut mir nochmal leid, dass ich diese Woche kein großartiges Video hochladen konnte. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin,